Willkommen zurück zu Professor Plays mit Raffi. Ja, heute ganz drei unterschiedliche Serien. Ja, wir haben heute fleißig aufgenommen. Und das ist der Final Fantasy VI Randomizer Worlds Collide. Also das veränderte Final Fantasy VI. Nicht davon ablenken, dass das da Final Fantasy III stand. Das hat damit zu tun, dass es tatsächlich das dritte war, das damals in Nordamerika released wurde, weil sie 2, 3 und 5 geskippt haben ursprünglich. Und damit war 6 das neue 3, ja. Also Fun Times, so. Und was das Ganze tut, als randomized das Spiel durch, also wir haben random Characters, die random Skills haben und alles macht random Sachen. Wow. Und das heißt, wir landen jetzt mal irgendwo, dass uns das Spiel... Ah ja, an die Steuer muss ich mich erst ehrlich gesagt erst wieder gewöhnen. Also man ist nicht limitiert in vielen Bereichen. Und ja, ich kann das Airship nicht gescheit steuern, aber im Gegenteil ist auch ein Theater. So. Wir landen jetzt erst einmal, machen als allerwichtigstes einmal einen Save. Und schauen, was wir für Charaktere haben. Passt. Dann... ist einmal das Wichtigste. So, konfigurieren. Erst einmal schauen, was wir alles haben. Also wir haben zwei Charaktere. Wir haben ein paar Sachen im Moment da. Wie den Moogle Charms, mit denen wir Random Encounter ignorieren können. Haben wir irgendeinen S-Bomb-Start? Nein. Magic kann eher nix. Magic kann... Terra sollte eigentlich Magic können, aber gut. Wir haben an Skills... Ja, an Blitz. Das sind wirklich Combat-Moves und... Ich habe keine Ahnung, was sie hat, aber werden wir dann sehen. Equipped, wir haben nix. Und hier haben wir Start-Equipment, gut. Haben wir Relics. Ist ein Mithril Knife wirklich Start-Equipment? Vielleicht nicht so. Sie hat Slot. Oh. Sorry, wenn ich etwas wie Ruhm kriege, aber... Er hat Health und Blitz. Ich nehme meine Health heilt. Auch nicht schlecht. Aber dafür kein Fighten, Alter. Track, Dude. Ah, da können wir sehen, was wir alles haben, um in. Also KT ist Kefkas Tower, was wir farmen müssen, um. Weil sie kommen, das ist echt für Speedrunning gedacht. Dieses Let's Play wird kein Speedrun, ich sag's gleich. So, oder Terra First. Man sieht übrigens einen Pellet-Swap und gleich einen Battle, Alter. Das ist, glaube ich, schlecht. Machen wir Slot. Gut, dass wir gespeichert haben. Ja. Blitz war... Mugo Mugo, okay. Gut, lange haben wir es gekriegt. Es ist halt so random, es kann alles passieren. An dieser Stelle, du solltest nicht mit Level 3 gegen sowas kämpfen, aber es ist halt random. Und es ist so, du kannst aufleveln und die Gegner werden dann stärker, wenn... Die Gegner werden stärker, wenn du... ich glaube, ich habe nicht gespeichert nach den Änderungen, damit. Die Gegner werden dann stärker, wenn du Checks machst, dass du sozusagen Progress-Event hast. Hat er sich das jetzt gemerkt überhaupt? Ja. Aber wir haben jetzt nicht unbedingt die besten Sachen, sagen wir mal so. Und deshalb würde ich jetzt am Anfang gleich einmal ein bisschen fighten gehen. Also das passt prinzipiell schon hier. Und dann... Aber wir müssen eigentlich Equipment holen. So.
Schon wieder. Also lass mir mal seine. Was heißt der inkorrekte Blitzinput? Ah, weil ich einen vergessen habe. Das ist schon besser. Und das sind die Skills von verschiedenen. Die sollten da jetzt sterben, aber bitte. So, links, rechts, links. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Fuck. Ich könnte auch mit Safe States arbeiten. Das sind solche Sachen vielleicht schneller, aber. Ja. Vielleicht sollten wir die erste Stadt reingehen, ein paar Items einsammeln und das dann noch einmal probieren. Was hältst du davon? Ja, das könnten wir vielleicht so machen. Und vielleicht so machen meine. Es ist eine sehr gute Idee. Ja, das Schöne ist, dieser Seed gibt einem am Anfang gleich Moogle Charms und die Möglichkeit, sie werden zu equipen. Die unterdrücken random Encounters. Das heißt nicht, dass du aus dem Schneider bist, aber es hilft. Das ist eigentlich der Startraum. Also im Prinzip, die Chests sind auch randomized. Das heißt, du schaust, dass du Equipment in die Finger kriegst. Das ist ein Safe Point, der auch irgendwie Pellet Swap ist. Running Shoes, das ist absolut useless, weil das haben wir als Default. Da ist noch eine Truhe eigentlich. Also wir brauchen nur ein gutes Item in die Finger kriegen und dann geht das schon. Ja, danke. Was haben wir gesagt? Okay, das könnte gehen. Das könnten wir schaffen. Wenn man das Timing aus hat, geht's so. Das ist der Chocobo Rush. Blitz. Ah, es war noch. Yay! Und man kriegt doch mehr. Sorry, also good eigentlich. Good job, Junkie Boys. Ja. So. Also, es ist wirklich, dass man ablost heißt. Nicht unbedingt das. Und es sind doch im Prinzip. Also, die Bosse sind random. Morningstar. Weiß nicht. Müssen wir dann schauen. Also, die Bosse sind auch random. Teilweise ist random, was die Sachen machen. Also. Tinkshire war, glaube ich, useless. Also, du kannst im Prinzip mit der ersten Truhe die beste Waffe des Spiels finden. Also, du kannst zum Beispiel in den Shop gehen und dort, ich weiß nicht, 10.000. Was soll ich mir machen? 10.000 gute Armors spot billig finden. Potions könnten. Was machen die Team? Help us. Eye Drops sind für dich immer noch used. Revivify. Das war der falsche Knopf. Fire Skin. Kauf mal eins. Potions. Gebt da gerade unser Geld aus. Ja, wunderbar. Und am Ende für die Speedrunner mattern die Sachen wirklich. Wir spielen das ja casual, wir können so not einfach grinden. Wir schauen da erst in Häuser, wo es. So, gibt das noch da? Aber schon. In den Uhren ist zum Beispiel was. Ich meine, Ribbon ist extrem gut, weil einen fast. Ich glaube, Ribbons schützen vor Status-Effekts. So. Nachdem wir Mog nicht haben, Black Belt macht Counter, Ex-Eater, Ex-Potion. Ah ja. Revivify, ja, danke Spiel. Fire Knuckle, Elixir, Locked. Da müssen wir, da kommt man dann wieder, wenn man einen Charakter, also verschiedene Events sind gelockt an Charaktere, zumindest jetzt hier. Also wir können, muss ich fast danach schauen, wir können mit, warte, ich mach das mal, ich verschiebe das mal gleich ins andere Tab rüber, dass ich sehe. Sorry, wenn da kurz der Sound weggeht. Aber damit ich sehe, was wir hier für Möglichkeiten haben. Also mit Terra können wir. In Nasche was machen. Sealed Gate, Little River, so, so. Okay, wir haben Optionen. So, das war der Relic Shop und der Weapon Shop hier. Das ist alles. Economizer, oh yeah.
Das sind die, sonst die Late-Game-Random-Grind-Items, also wie gesagt, es ist alles randomized, das heißt, der Trick ist, das auszunutzen. What the edge? Kauf Mana. Nein. Sorry, ich muss mich jetzt wieder an die Steuerung gewöhnen. Kein Problem. Was ist dein Hawkeye? Ich kann nicht einmal schauen, gell. Ja, also ich habe es doch nicht vor, das hyper effizient zu spielen, ich sag's gleich. Der Morningstar ist eh besser, gut. Aber immerhin. Super wäre es halt, Charaktere zu haben, die gescheit Skills verwenden können und irgendwas ganz Lames noch zu finden. Nein, da waren wir eh schon. Weil die Economizer sind lieber, da wollten wir rüber. Und das ist Nashe, das ist ein bisschen eine Steampunk-Stadt. Das ist eigentlich auch der Ort, wo man beginnt. Minerva ist auch ziemlich gut. Crystal Mail mit dem. Ich kaufe jetzt einmal beinahe den Diamond Shield, weil ich glaube, dass es. Dass das nämlich. Ich glaube, das gibt irgendwelche extra Element Resistances oder so. So. Ich werde vielleicht mal speichern gehen. Also ich werde versuchen, mich hier an Regular Saves zu halten, aber prinzipiell kann ich natürlich auch teilweise so speichern. Weil wenn ja schon dieser Randomizer funktioniert nur mit ROMs, das ist jetzt keine sehr große Erkenntnis. Ah. Absolut fand ich relevanter Hinweis. Ja, ich besitze dieses Spiel auch so, aber ich das kann man natürlich nicht einfach so randomisieren, das ist die Issue, das, der, die das Issue hier. So. Nicht wie diverse Spiele, wo du einfach einen Mod runterlädst. So, der Tag würde man. Ah, genau. Ah, heißt das, wir kriegen einen Charakter? So, Ifrit. Oh, fuck. Das heißt der Incurred Blitz im Boot. Das ist. Ifrit? Ja. Ha. Schön, dass wir einen Free Heal Skill haben. Ich habe den Eindruck, die tun uns alle extrem weh, oder? Yep. Wir müssen leveln gehen, gut. Weil das ist, wir sterben einfach mit. Solange wir mit einem Hit sterben, ist das ein bisschen okay. Oder nein, wir müssen noch Items holen. Solange da draußen die Ninjas rumrennen, ist das halt auch schlecht. Weißt du, das ist der Fall, wo ich eigentlich einfach lade, weil wir verlieren sonst nur Ladezeit. Okay, also ich wollte das jetzt eigentlich machen, aber wir sind immer noch nicht gut genug. So. War das South Figaro? Nein, das ist Figaro. Figaro kann man gleich nichts loben. Ja, die Steuerung ist teilweise ein bisschen eigenwillig. Und ich kann auch am Anfang urlang Zeuge absuchen und. Hyperreast. Und hier ist überall Zeug versteckt und ich weiß noch einen Bruchteil davon. Wir können auch schauen, was das wert ist, was wir haben. Ja, das ist die Folge. Hier sind auch die Tutorial-Sachen. Shit, ich habe ein Tutorial ausgelöst. Oh nein. Ah, Relics hatte ich ja noch ziemlich gut. Was zum... Eigentlich kann man die Running Shoes verkaufen, weiß es. Okay, ich glaube, man merkt, dass ich mein ganzes Leben nie Final Fantasy VI gespielt habe.
Ich schaue irgendwas, dass wir haben extrem viel jetzt. Das heißt, weil es mittlerweile auch schon ein Vierteljahrhundert ist. Goggles sind useless. Er hat. Was macht das? Das ist, ich glaube, der hat sogar das Standardzeug, nur mit gerandomten Preisen. Ich sollte ihm den Muggelcharm geben, weil er hat da keine Tech-Commander. Ah, viel Vigor. Irgendwo da war dann, glaube ich, das Camp aus. Hm. Das hört sich gut an. Also wir müssen halt einfach genug aushalten, dass wir irgendwo Farmen gehen können. Boah, wo war da der Hideout versteckt von den anderen? Ja, ich glaube, da war das tatsächlich. Da würde es noch einen Charakter geben, also da würde es auch einen Check geben, wenn wir den richtigen Charakter hätten, den wir, glaube ich, kriegen würden, wenn wir in der Höhle den Bossfight überleben würden. An dieser Stelle das wäre natürlich viele nicht Würde. Richtig, aber das ist halt auch der. Gauntlet, war gleich useless. Chests, Gift Chests, Magicide, Ege Shield ist, glaube ich, ein Hauptgewinn. Gift Chests, go! Gut, dass wir ein Diamond Shield gekauft haben. Ja, vielleicht sollte man einfach nichts kaufen. Gut, dass er das nicht tragen kann. Passiert. Warte, aber es kann sein, vielleicht müssen wir es anders machen. Ich hasse auch immer, wenn Equipment oder Item irgendwelche funky Sachen macht. Kannst du bitte das Ege-Schild haben? Ja, danke. Und nein, ich habe nicht nebenbei eine Walkthrough, aber manche Sachen erinnere ich mich vermutlich vom selber Spielen und von Speedruns gesehen haben. Gold Hairpin war, glaube ich, auch ganz gut. Es war, glaube ich, der Hinterausgang, um dann rauszukommen, ja. Ja, okay. Ich glaube, das sind nur gefakte. Nein, ich wollte schauen, ob man vielleicht irgendwie kann, aber wurscht. Ja, also müssten wir dann nochmal wiederkommen mit. So, wir werden jetzt einfach mal. Keine Ahnung, was du tust. Versuchen, Items zu kriegen, mit denen wir einen Fight überleben. Beziehungsweise jetzt ein paar Levels zu kriegen. Wie gesagt, es wird dann noch schwerer, wenn man echt Checks macht. Aber wir hoffen, dass wir irgendwann einmal einen Encounter kriegen mit irgendwas, das wir umbringen können. Und dabei kann ich eh ganz gut die Flash hindrücken. So. Der Heilskill ist vielleicht eh nicht schlecht.
Wir müssen im Prinzip nur ein paar Fights gewinnen, wo wir nicht von extrem lähmen Gegnern getötet werden. Master the new dance, danke. Aber die Level Progression hier ist auch ziemlich stark. Also zwei, drei Level machen einen riesigen Unterschied. Da ist zum Beispiel eine Höhle, die man auch mal schauen kann. So, dann wenn man Raider Encounter haben möchte, kriegt man natürlich keine. Sollte das so leicht sein, die 7 Flushes hinzulegen? Dass er kein Fight Command hat, ist halt ein bisschen blöd auch, weil man es zwei Charaktere. Und durch den Pellet Swap schaut es so aus, als ob Terra wesentlich weniger anhat oder so. Stimmt, das wollte ich machen. Ich wollte nachschauen, warum ich nicht Blitz machen kann. Also im Testing links, rechts, links. Und dann bestätigt man es, glaube ich, mit A. Und da gibt es halt auch ziemlich advanced Moves, die ich damals nicht hingekriegt habe, ehrlich gesagt. Oder die Diagonaltasten erfordern. Den Einsatz von Diagonal erfordern. Das ist urspaßig. Stelle Fragen, wenn du sie hast, bitte. Also, um in diesem Spiel Magie zu wirken, musst du diese Tastenkombination drücken. Nein, dieses Skill, vielleicht fangen wir mal so an. Also, Blitz ist, machen wir es links, rechts, links. Bestätigen. Ja, jetzt geht's. Das ist nicht Magie, sondern eine Skillklasse. Blitz, das sind Mortal, also sagen wir mal, Fighting Game Skills. Da musst du eine Tastenkombination eingeben. Ah! Die ich vorher, aus irgendeinem Grund, obwohl ich genau dasselbe mache, verpeilt habe. Und Slot musst du halt im richtigen Takt drücken, was du hast. Also da kann alles passieren, von der eigenen Party wegnuken bis sonst was. Magie. Oh, cool. Magie lernt man in dem Spiel durch Device, den Blitz, nice, den ich nicht kann. Also Magie lernt man in dem Spiel durch das Equipment von Esper, die wir auch nicht haben, obwohl Terra eigentlich von Haus aus lernen sollte, aber es ist vermutlich durchgemischt, dass sie Magic nicht kriegt, obwohl sie es haben soll. So, und er hat im Normalfall eigentlich Rage, wo du Attacken von Gegnern verwendest, aber hier hat er Blitz, das heißt, der Name steht ja nicht dabei, die haben einen Namen unten. Also das ist ein Viertelkreis, okay, das könnte ich jetzt hoffentlich hinkriegen. Die Musik ist irgendwie super, es ist halt meiner Meinung nach... Gold bad, that's bad. Okay, that's not bad. Also sie macht genug Schaden jetzt gegen die... Gaug in the level, Terra gain the level 600 XP. Also wir bräuchten jetzt eigentlich vor allem mal mehr Party-Members. Und das neue Level der Party-Members ist auch das Average-Level. Also solange wir 3-4 Leute... So wie ich verstanden habe, du möchtest eigentlich 3-4 Leute halten. Ein bisschen Level. So, Blitz war unten, Mitte, rüber... Incorrect Blitz Input. Oder was rund? Also ich verwende jetzt noch Sachen, die ich früher nie gerne verwendet habe, weil sie fitzelig sind. Und was habe ich jetzt zusammengedrückt? Ich weiß nicht. Aber es tut seinen Zweck. Und wenn wir aufleveln, halten wir halt genug aus, damit wir nicht mehr sterben, wenn wir da gegen Ifrit kämpfen. Gut, dass wir den 7 Flush haben. Der sich relativ gut drücken lässt, ehrlich gesagt. Humpty, okay.
Ja. Das können wir erforschen, was das alles ist. Earth. Cool, oder? Oder habe ich dich schon eingeschläfert hier? Ich für das Publikum, das nicht schon weiß, dass ich bei Final Fantasy 14 spiele. Diverse Sachen sind mir bekannt, noch mehr Sachen sind mir Unten. unbekannt. Ja, also ich sage mal so, ich glaube, in irgendeiner Form die Esper wirst du in irgendeiner Form dann schon wiedererkennen. Auch nicht unbedingt unter dem Namen Esper, aber die sind teilweise, die transzendieren als Summons oder sonst was die Spiele. Also einige gibt's. Sind Klassiker. So, wir üben jetzt Blitze. Runter und dann links rüber. Welch? Oh, fuck. Welche Farbe würde man eher an? Ah, oh, 11 Schaden war nicht so schlimm. Welche Ja. Farbe von Verdigris würde man an? Ich weiß, Kupfer hat immer Grünspan. Was hat Messing? Mit Blau, oder? Bläulich. Ich bin gerade nicht am aufmerksamsten für deine Frage, sorry. Okay. Wenn Taking ich da blue. gerade versuche, einen Blitzinput abzuwickeln. Das Problem ist, dass dass all diese Zwischendinger extrem fitzelig sind. So, jetzt noch einmal in Ruhe. Oxidations, also Oxidationsanzeichen an Messing, Strich Gold, wäre eher bläulich, Grünspan, oder? oder? Ist es Nein, ist ein bisschen Grünspan bläulicher bitte. als Kupfer, aber es ist ja so ähnlich. Naja, aber ich nehme an, dass die Reaktion vom Messing vom Kupfer kommen wird, das drinnen ist. Weil das Zinn oxidiert ja, glaube ich, nicht farbmäßig. Also, es müsste modifizierter Effekt vom Kupfer sein. Also, ja, ich weiß nicht. So, was war's? X, Y, unten, oben oder oben, unten? Das ist eh wurscht. Man merkt, wir haben plötzlich dreimal, viermal mehr Hitpoints. Das gefällt mir nicht. Oh, that looks bad. Aber vom Level, es hatte kein. Ich hoffe, es ist nicht mein ganzer Farmwash. Why didn't I get stuff? Wurscht. Wir gehen da jetzt auf jeden Fall ins In. Wherever it is. Sollte es da auch nicht Jobs geben irgendwo? Jobs geben. Also nicht in jeder Uhr ist was drin, aber im Normalfall gibt es in jeder Stadt in irgendeiner Uhr ein. Wir haben ein Tent, wir kaufen noch ein zweites Tent. Also mit Tents kannst du auf Safe Spots alles heilen. Und ich glaube, da oben war auch irgendwas. Oh, cool. Ja, und das Spiel schneidet natürlich unheimlich viel an Story-Sachen und Event-Dings ist raus und. Red Jacket, das könnte auch gut sein. Aber nicht auf meinen Leuten. Also es ist, wie gesagt, auch gerandomized, was sie equippen können. Ist da noch irgendwas?
Das Ausweichen geht fast besser als bei Fallout. Ja, so. Ninja Ki, was kann das? Die also ist der, das hat. Wenn ich das gerade richtig gelesen habe, kannst du das. Magus, ja. Kannst du das dann natürlich auf allen ausrüsten, oder? Auf den beiden, also weil es den. Also alles, was einen Pfeil drunter hat, geht. Und alles, was den Pfeil nach oben hat, dann eben ist eine Verbesserung, ja. Ah. Rod, schmeißt du mal auf, wir haben hier schon sehr gute Man-Eater-Küsten. Da ist und im Prinzip geht es nur darum, am Anfang ein paar lame Sachen zu kriegen, mit denen man. Also, ich habe das da nur wegen einem Speedrun-Video gesehen, und wenn du da eine gute Combo hast, dann kannst du den Boss natürlich in einem Turn wegknuspern. Wir haben eh eine gute Waffe hier, so. Markus hat Magic. Das war nicht schlecht. So, Ninja Gear ist das, was wir hier noch brauchen. Auch hier. Yay, er kann die Leiter haben. So. Yay. Weißt du was? Ich speichere da jetzt mal. Wie wir es zum Innen schaffen. Sagt, ich habe nicht vor, das zu abusen, aber ich möchte auch keine Spiele verlieren. Sonst können wir auch in uns in Nasha heilen. Wir können sagen, in Nasha für free heilen. Also ich glaube, jetzt könnten wir das nämlich schaffen. Also im Prinzip und leveln und Items finden ist sozusagen for free und. Und deshalb, also was das Film sagt, du musst eine gewisse Menge an Charakteren S-Bahn finden. Weil das mehr oder minder die. Also das Skating ist. Du möchtest eigentlich. Im Prinzip möchtest du halt das Minimum an Zeug finden, mit dem du das Spiel durchspielen kannst. Wenn du halt einen Speedrun machst. Und also ich werde das in nächster Zeit spielen. Ich weiß nicht, Rafi, wie sehr dich das interessiert, sich alles anzuschauen, aber ich werde das sicher. So, ich mache dann Not Waste My Time. Save. Und dann probieren wir das an mit Ifrit nochmal. An sich interessiert es mich schon sehr. Cause Randomizer. Ja. Aber lass doch davon mich. Von mir nicht abhalten. We will see. Boring. Ich hätte den Blitz noch nachschauen sollen vorher. Ah, nein. Ja. Ah, da kommt das Bunny. Y unten oben. Ah! Machen wir einfach mal Fight und schauen, was passiert. X, Y, oben, unten. Es war X, Y. Kannst du bitte mal die Blitz-Inputs aufmachen? Mal nachschauen. Ah, du ja, siehst, er vibet uns nicht mehr. Dann machen wir halt ein paar Mal, aber eigentlich wollte ich hier mit. Okay, aber jetzt muss ich hier als nächstes heilen mit ihm. Also was möchtest du jetzt verändern? Den dritten, das müsste eigentlich der. Meteor Strike. Oben, up, right, up, left. Down, up. Nein, es müsste irgendwas XY up, down sein. Oder down, up. Damit.
Dann pummel ich einfach noch einmal. Ich sehe da nichts mit XY irgendwo. So hat es mir in den Controllen gesagt. Da ist es noch Shiva dazu gekommen, aber... And then they died, boah. So, jetzt kriegen wir XP. Und wir haben jetzt Celeste als Charakter dazu gekriegt. Kann das sein, dass das Sprite von Celeste und Terra irgendwie vertauscht ist? Ich habe die Pellets vertauscht, ja, das stimmt. Ah. So, beeindruckend gute Items bleiben für sie nicht über, aber... Und sie hat an Skills... Sie hat erstens tatsächlich Magic, sie hat... Life 3, Bolt 2, das ist gut, Demi halbiert den Hitpoints. Und sie hat Sword Tag, das ist auch schnell. Nice. Genau, da ist jetzt nix. Und ich glaube, wir weiter oben müssen. Möchtest du Kefka sehen? Ja. Dann können wir das probieren, dann Kefka. Bin meines Erachtens auch irgendwo Chases geben. Ja, was weiß ich schon. Also hier ist auch einer von diesen Checks, wo man eigentlich so einen Fight gegen Soldiers macht. Da kann auch alles mögliche passieren. Genau, den könnte man hier auslösen. Beziehungsweise da drüben, wenn wir einen anderen Charakter... Können wir den dritten machen? Warte, ich verwende das jetzt. Nein, das passiert nur in der World of Ruin. Weil es heißt auch Worlds Collide, wenn man so gleich in der guten und der schlechten Spielhälfte arbeiten kann. Also habe ich schon gesagt, dass dieses Spiel einfach super ist. Aber ja, man kann wirklich, wenn man sich den Randomizer erstellt, die Colorpaletten oder sogar die Charaktermodelle austauschen. Und ja, ich habe Terra und Celeste geswappt, weil ich es kann. So, prepare. Das heißt, Celeste trau mal zu, die allein zu motion aus unerfindlichen Gründen und... Und jetzt haben wir sozusagen hier einen Battle-Mode. Also da unten ist Kefka, den habe ich auch gepellet swapped. Und wir müssen die am Durchkommen hindern. Hat auch eine super Musik hier. Das Slime slowt die Leute, glaube ich. H-Bomb ist auch. Das tut denn relativ wenig. Die halten relativ viel aus, muss ich sagen. Gut, dass wir den Skill erwischen, der nichts tut. Vielleicht sollte ich mit einfach angreifen. Also sie counter-attackt manchmal, weil sie den... über den Night Spell den Counter-Attack-Skill hat. Okay. Acid Rain, wenn man sich erinnert, hat uns das letzte Mal ziemlich gehört. Ja? Aber wir haben ja unseren Healbot Go. Also wir haben ja noch nicht... Die richtig coolen Fähigkeiten haben wir ja noch nicht. Ah, cast immer Acid Rain.
Hier kann man irgendwie umschalten zwischen den Partys. Irgendwie wäre es gut, den anderen blitzen zu können, ne? Wie gesagt, soll ich Ihnen mal vorlesen, was Google sagt. Irgendwas ist hier vielleicht. Die erweisen sich als sehr resistent für. Dann hauen wir da mal drauf. So. Also das alles natürlich so zahre Gegner. Also das kann auch einfach passieren, dass du an einer falschen Stelle. Also eigentlich bräuchten wir jetzt langsam mal einen Esper, der uns irgendwie Magic. Das ist schon brutal irgendwie, ja. Aber geben gut XP. Und das ist probably bad. Ich habe keine Ahnung, was die da gehen kann. Ob Bolt hier irgendwas tut. Das kann alles tun, von sie einfach auslöschen oder. Oder auch einfach reflektiert werden und. Ja. Wie gesagt. Und auch einfach verrecken. Meteor Strike ist up right, up left, down und up. Das ist was Layers. Das war einer mit vier Befehlen. Ich hoffe, dass die gegen irgendwas. Das waren vier Befehle. Oh, ich habe den richtigen verwendet, ja, schau. Cool. Ja. Wir haben Preemptive Attack, das heißt unser Paar ist schon gechastet, das heißt wir wollen die Chocobos haben und kriegen Random Shit, gut. Und ich habe wieder nicht ins Menü schauen können. Aber Pummel ist wie ich es kenne, das ist links, rechts, links und dann bestätigen. Ach. Man merkt, Slot ist, wenn ich sagen, High Risk, High Reward. Ich meine, wenigstens heilt einer das ein bisschen. Also immer Mugu Mugu heißen soll. Ist das wie, wie sich im Japanischen der Hase anhört? Vielleicht. Also immer für ein Schild Gau hat, ist halt gut. Ich glaube, er hat ein Aegis-Schild. Ich weiß nur, dass sie den Hasen in 14. auch verwenden. Ah, der startet. Haben wir nicht irgendwie Potions gekauft? Oh ja, da. Ja, sind das so die Klassiker. Und Ninja eine Fähigkeit hat, in der er eben auch eine Abfolge an Fähigkeiten richtig drücken muss und wenn er das nicht schafft. What the hell ist das für ein Feind? Ich habe jetzt schon wieder nicht nachgeschaut. Sind wenigstens relativ schwache Gegner. Ja. Da kann ich mal die Sachen üben, die ich sonst nicht verwendet habe. Aber man sieht eh allein Pummel und das Ding geht eh schon. Und ich habe mich verdrückt. Gut. Sollte hier reichen hier. Die Waffe, die sie hat, ist wäre auch relativ gut. Habe ich gesagt, willst du Kefka sehen? Am Ende kriegen wir irgendeinen anderen Boss drauf, okay. Und das Spiel profitiert. Ja, und ich vergesse es mal, aber. Das Spiel profitiert halt wirklich sehr davon, sich auszukennen. Was ich gerade beweise, dass ich es nicht tue. Oh.
Das Spiel ist übrigens insofern verwirrend, weil es. Also diese Battle-Menü-Sachen, ich habe das ja vorher auf Slowest gestellt. Und das heißt nämlich, der Schwierigkeitsgrad vom Spiel wird so kontrolliert, dass du im Prinzip angibst, wie schnell die Gegner sind. Wenn du den Battle Speed höher drehst, heißt es das nur, dass dich die Gegner öfter hauen. Das ist auch Was eine natürlich sehr interessante. sehr intuitiv ist. Haben wir das Ding in Magic bei Terra mittlerweile? Nein. Deshalb hätte ich gerne einen Esper, damit sie irgendwas lernen kann. Es muss ja nicht immer was Gutes sein, aber wir wollten erst hier schauen. Da, siehst du, den kriege ich nicht hin, weil ich das Diagonal nicht geht und das wäre X, Y unten oben. Und das wäre einmal runter, das ist gleich Aura Feigen was, das ist einmal runter. X, Y unten oben, werde ich doch wohl noch schaffen, oder? Ja, leider. Okay. X, X, Y unten Y oben. unten oben. Suplex, genau, yes. Dafür ist er berühmt für den Suplex-Move, weil du manche Sachen suplexen kannst, die. Wie einen Zug. Genau. Counterdecks hinzu. Oder ein böses Jagd. Im Normalfall würde man hier imperiale Soldaten bekämpfen, aber. Pummel ist deshalb gut, weil es Defense ignoriert. Wenn ich mich richtig erinnere. Das heißt, entweder hast du eine erhöhte Chance, immer zu hitten, oder es machst einfach immer mehr Schaden Du, dein beim. Schaden wird halt nicht davon vermindert, was der Gegner an. Wird halt nicht davon vermindert, was dein Gegner an Defense-Werten hat. Habe ich die Eingabe wieder versaut? X, Y unten oben, fertig. Okay, hat sie ja da. Ein Tonic haben wir gekriegt, das ist aber großzügig so. Das tut ja nichts, okay, wunderbar. Ich weiß auch nicht, ob Timing relevant ist. Ich glaube, eigentlich ist Palm Ray besser. Das war ein Defense. Das war Wall oder Hillhorn. Hä? Das hat doch vorhin was anderes gemacht. Ah, kann sein, dass das einfach einen random Esper beschwört? Möglich. So, ich hab's mal den anderen Skill probiert. Hehe. Die Counter-Attacks sind ziemlich geil. Haut sie doch einfach kaputt. Ich soll mal schauen, was. Warum haben wir jetzt verloren? Okay, weil wir zurück. Wir haben in der Zwischenzeit hinten verloren. Und das ist nur passiert, weil wir gewechselt haben. Okay. Heißt, die ganze Fighterei war für den Arsch. Heißt, wir kriegen das noch nicht hin. Ja. Also. We cannot do it. Vor allem, das ist halt auch mit drei Party-Members ein bisschen schwer. Ja. Und eigentlich kann man sich da auch an zwei Stellen, eigentlich könnte man sich auch einfach da hinstellen an den zwei Stellen oder so, und dann kommt er. Also wenn ich mich da hinstelle und da hinstelle und es abwarten.
Also es ist etwas, das ich halt dann. So, wir haben. Aber wir können noch den einen Check mit Selles machen, wo wir vorher waren, und dann den Hut draufhauen. Vielleicht kriegen wir ja noch ein Party-Member irgendwo. Oder einen Esper. Happy for anything. Was ist denn das da? Also wir haben auf jeden Fall viele verfügbare Checks durch. Und wie gesagt, extra Lob für die Musik. Oh ja. Einmal uns. Ich glaube, das Luftschiff teleportiert auch jedes Mal zu einem hin. Also ich glaube, in der Zeit, in der ich da jetzt schon rumfahre, würden Leute sich auskennen, schon bereit sein. Also Leute, die wissen, was sie tun, wären jetzt, glaube ich, schon fast ready fürs Endgame. Nur so, um einen Kontext zu geben. Seit wann muss man in einem Spiel wissen, was man tut? Das ist ein Aberglaube. Oh, passt. Strago ist ein offensichtlich ein Magier. Eigentlich. Aber was er jetzt hier für Skills hat. Er hat sogar tatsächlich seinen Lore-Skill und er bringt schon ein paar sehr gute mit. Quasar. Exploder. Er hat halt nur keine Magic Points, um seine Skills zu verwenden, weil wir keine Esper haben. Oh. Genau. Oh. Lustigerweise ist es ein anderen Fight. Ich glaube, mit Celes hätten wir den geschafft. Oh ja. Aber so geht das halt. Das heißt, dass man schaltet, man handelt sich halt durch. Also jetzt wäre der Zeitpunkt, wo man ordentlich auflevelt. Oder hier ist nochmal in die Stores schaut, weil er kommt sogar mit. Ich glaube, die kommen alle mit ihrem Default Equipment, also. Das ist so billig, das kaufe ich erst einmal mal. Was wird der Man-Eater für. Ich würde nur gern lesen, was es tut. Ist das so schlimm, Game? Ist das so ein Verbrechen? Ja, hast du ein Verbrechen gegen die Menschheit? Magus Head hört sich auch gut an. Nicht dieser, aber die im. Diamond Waste wäre gleich auch gut. Oder kaufen noch eine. Also, wir kaufen jetzt einmal die Budget-Sachen. Ach, das ist schön. Ja, 2 Punkte Magic Power nicht. Ja. Okay, viel besser ist die Confused nicht, aber es ist zumindest besser als keine Rüstung zu haben. Ja. Plumed Head. Also mit dem Aegis und dem Diamond Shield. Ich muss aber mal nachlesen, was ist nämlich wirklich. Also ja, da ist es sehr wichtig, irgendwas zu finden, das Resistances gegen oder Absorption von Elements gibt. Haben wir überhaupt noch Relics zum Equippen? Nein, ich wollte nicht keine Muggel schauen.
Also jetzt schauen wir noch die, jetzt zeigen wir noch die Performance her von unserer enhanceden Party. So, also sie kann Sorttext, die laden sich jetzt hier schneller auf und die machen coole Sachen. Das war sehr beeindruckend, ich gebe es zu. Irgendwie sollte ich zu anderen Leuten wechseln können. Er hat sogar Magic Points, also er hat ziemlich coole Skills. Also ich glaube Aqua Rake war ziemlich cool. Irgendwie gefällt mir Exploder nicht. Also seine Skills sind kopierte gegnerische, die man eigentlich nur lernt. Also seit 500, also... Ist er ein Blaumagier? Ja. Genau, in dem Spiel ist er... Also er ist der Blue Mage hier, genau. Aber eigentlich sind wir mit dem Heal-Skill, den eigentlich ein Charakter hat, den man nur kurz hat im Spiel, an einer Stelle sind wir ziemlich gut abgedeckt. Genau. Also für mich ist das ein... Genau, also das wird eh gebraucht. Aber für mich ist die Musik einfach die... Nintendo kann gerne an der, oder Square Enix kann gerne an der Werbung einen 10.000 Cent verdienen. Ich gönne ihnen das. Das kann er blitzen, genau. Also den schaffen wir. Ich glaube, die Diagonal da, obwohl sie eingestellt sein sollten, sind sie ein Problem. Also wir können den machen und den. Das Suplex ist wichtig und den können wir. Wobei, das Problem ist, glaube ich, dass Pummel einfach fast immer besser als Suplex ist. So, aber ich glaube, damit beenden wir dann mal diese Aufnahme hier. Und wir werden jetzt alleine oder zu zweit irgendwie weiterführen, dann blablub. Yep. Und im Tracker aufpassen. Ich muss das noch im Tracker mitnotieren, was wir gemacht haben. Nicht viel, aber und dann einen Screenshot machen. Haha. Oh, mit dem Strago können wir es, glaube ich, könnten wir dann ein paar gute Flags machen. Aber wir müssten eigentlich mal Chess suchen. So, wir haben bei... Also wenn ich rausklicke, wird der Ton weg sein. Na gut, also beenden wir zuerst mal die Aufnahme. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Let's Randomize. Danke.